Wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Heute fangen wir einfach gleich mal an, damit dass wir uns vorstellen. Ich bin die Carola von der Flugschule Aachensee. Ich bin auch Sicherheitstrainerin und Mentaltrainerin und hauptsächlich begeisterte Gleitschirmfliegerin. Und ich darf gleich mal weitergeben an den Stefan. Ja, hallo, auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich fliege auch sehr gern Gleitschirm und ich freue mich total heute auf den Vortrag heute von Lucian Haas. Total gespannt, weil ich den schon eine Weile lang immer wieder verfolge und total cool finde, dass er so einen Blog schreibt. Und ja, bin total cool, finde es cool, da jetzt heute was zu lernen zu dürfen von Lucian. Simon oder Ecki? Hallo, hallo. Ecki, machst du weiter oder was? Ich habe das nicht, ja, akustisch nicht ganz gehört. Stefan, du bist ein bisschen leise. Okay. Ja, dann mache ich mal weiter. Schönen guten Morgen. Bin der Simon, auch bei der Flugschule Aachensee, schon länger Sicherheitstrainer. Und auch noch beim DHV als Testpilot und Fluglehrerausbilder. Und freue mich jetzt auch brutal auf die lehrreiche Stunde oder eineinhalb Stunden mit Lucian, weil ja nicht nur sein Blog macht er ja, sondern er schreibt ja auch Artikel für den DHV, ja, sehr viel sogar, immer gerade auch, wenn es ums Wetter geht, also eher so die Meteorologie, sehr anschaulich, sehr, sehr einfach erklärt, finde ich immer, auch recht komplexe Themen. Und deswegen bin ich jetzt brutal gespannt. Und ja, schönen guten Morgen, Lucian, freue mich drauf. Ja, guten Morgen. Gut, dann mache ich weiter, bevor dann der Lucian sich selber vorstellt. Schön, euch zu sehen. Ja, ich merke bei mir, wenn ich dann hier auf den Platz gehe und den Rechner einschalte und dann fährt er so hoch und dann kommen die ganzen Bilder, dass ich eine gewisse Angst verspüre, nicht genügend Zeit zu haben, euch zu sehen, bevor dann die eigentliche Action losgeht. Und dem gebe ich jetzt einfach nochmal ganz freien Lauf und genieße kurz in eure Bildschirme zu schauen, in eure Gesichter, so wie ihr da sitzt, auf der Couch, im Zeug, mit oder ohne Kopfhörer. Frisiert oder nicht frisiert, winkend oder nicht winkend, genau. Ist für mich immer ein wunderschöner Moment. So wie vorher auch bei dieser mentalen Flugreise, ja, bei die Cordula, ja, wenn sie das so erzählt, da bin ich so mittendrin. Und wir dürfen ja bald wieder fliegen in Österreich, ja. Dann müssen wir nicht mehr nachts fliegen, wo uns keiner sieht, sondern wir dürfen wieder am Tag fliegen. Ich hoffe, dass es in Deutschland auch bald wieder so ist. Und diese Vorbereitung für den Flug, ja, dieses Hochgehen, das Material herrichten, das ist für mich so ein bisschen ein Ritual, so wie jetzt auch in eure Gesichter schauen. Und das ist verbunden mit dem, was der Stefan oder auch der Simon gerade gesagt hat, mit diesem Lernen. Ich lerne da immer wieder auch dazu. So weiß auch ich, dass ich heute viel lerne von dem Lucian. Ja, das wird sicherlich total spannend. Und dann natürlich kommen 1000 Bilder von der Vergangenheit. Als ich Gleitschirmfliegen angefangen habe vor vielen Jahren, wir haben nichts gewusst. Wir waren so ein bisschen unterwegs wie James Dean in seinen besten Zeiten. Ja, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und heute haben wir so viele wunderbare Apps, so eine wunderbare Technik. Und wir wissen einfach auch viel, viel mehr, weil unsere Lehrer so viel wissen. Und wir dürfen von diesen Lehrern lernen. Und das betrifft natürlich auch die Wetterkunde. Und da ist der Lucian bestimmt heute ein ganz ein schmackhafter Lehrer, auf den ich mich auch sehr freue. Hallo Lucian. Hallo Ecki. Also ich hoffe, dass ich dein schönes Eintexten auch irgendwie so umsetzen kann, dass am Ende wirklich was für die Leute dabei rauskommt. Also ich bin Lucian Haas. Viele kennen vielleicht meinen Blog, Lugleits. Und
da lebe ich eigentlich das aus, was ich auch sonst beruflich mache. Ich arbeite nämlich als freier Journalist, normalerweise fürs Radio und mache da für den Deutschlandfunk, für die Wissenschaftssendung immer mal wieder Beiträge. Und ansonsten mache ich halt nebenher, habe ich mein Hobby mit der Schreiberei dann auch noch verbunden und habe dann angefangen, diesen Blog zu schreiben. Das ist jetzt schon 13 Jahre her und über die Jahre ist der Blog immer größer und immer umfangreicher geworden und ist mittlerweile eigentlich mehr, hat er so ein Format eines Online-Magazins angenommen. Begonnen hat das Ganze allerdings auch damit, dass ich vor allem für unseren Verein, ich wohne in Bonn und da gibt es den Verein DGC-Siebengebirge und für den habe ich am Anfang schon angefangen, immer Wochenendwetterprognosen zu schreiben, wo man sagen kann, wo kann man bei uns in der Gegend fliegen? Und die habe ich dann irgendwann angefangen, in Blogform einfach zu schreiben und das war der Start von Lugleitz. Also der ist wirklich mit dem Thema Meteorologie gestartet. Nun muss ich selber sagen, ich bin kein ausgebildeter Meteorologe, also ich habe nichts mit Meteorologie studiert, sondern Agrarwissenschaften studiert, habe da so ein bisschen Agrarmeteorologie-Vorlesung gehabt, das hat aber mit Flugmeteorologie nichts zu tun und alles, was ich heutzutage über Flugmeteorologie weiß, ist eigentlich Learning by Doing, beziehungsweise Selbststudium, Diskussion mit anderen, teilweise auch sogar im Grunde eigene Theorien entwickeln, weil ich festgestellt habe, dass gerade wenn es ums Gleitschirmfliegen geht, die Meteorologen auch das, was, also wenn man jetzt so Deutsche Wetterdienst oder sonst was guckt, die haben eigentlich von Gleitschirmmeteorologie ziemlich wenig Ahnung, weil das, was die interessiert, sind immer diese ganz großräumigen Wettersysteme und wir haben mit unserer Fliegerei immer zwar auch mit den großräumigen Wettersystemen natürlich zu tun, aber das, was wir vor Ort, am Berg und so weiter leben, sind häufig sehr, sehr kleinräumige Geschichten. Da sind einzelne Thermiken, das sind quasi Mini-Tiefdruckgebiete, die sich da entwickeln und die dann zu aufsteigenden Strömungen führen und sowas. Und diese so kleinräumigen Sachen, die sich teilweise 30, 50, 100, 300 Meter oder sowas abspielen, das können diese großen Meteorologen mit ihren Modellen überhaupt nicht erfassen. Das wird da einfach bei denen nur parametrisiert irgendwie eingerechnet. Aber was da wirklich am Hang abläuft, da können die vielleicht manche, die da so sich selber vielleicht als Segelflieger oder sonst was damit beschäftigen, die haben ein bisschen Idee davon. Alle anderen sagen eigentlich so, ja, da wissen wir nichts. Das ist zu kleinräumig, das geht bei dem im Chaos unter. Aber trotzdem passiert da vieles, was man letzten Endes sich doch wieder erklären kann. Und da versuche ich, einiges davon erklärbar zu machen und anderen so zu erklären, dass sie es zumindest verstehen. Und ich hoffe, dass ich das heute auch ein bisschen kann. Ja, danke. Dann Entschuldigung, ich habe irgendwie vorhin, der Stefan hat dann angefangen, dich vorzustellen. Ich freue mich auch total drauf und legst einfach gleich los. Vielen, vielen Dank, Lucian, dass du da bist. Das finde ich echt eine große Ehre. Super. Dann würde ich sagen, ich lege mal los. Thema heute, ich nenne es moderne Thermiktheorie. Und das ist das, was wir so abgesprochen haben. Was kann man denn da machen? Und moderne Thermiktheorien, das heißt modern, das ist einfach nur so ein blöder Begriff. Ich nenne das einfach, es geht über das hinaus, was man als klassische Thermiktheorie in der Flugschule und so weiter noch lernt, weil diese Thermiktheorie, die man dort lernt, ist eigentlich eine noch sehr rudimentäre aus meiner Sicht, weil es gibt noch deutlich mehr Sachen, die eine Thermik beeinflusst. Und ich würde vorschlagen, Cordula, du hast ja gesagt, man kann Bildschirme freischalten. Ich versuche das mal mit ein paar Schaubildern noch besser zu erklären. Vielleicht können das dann die Leute besser visualisieren. Wenn du also mal meinen Bildschirm freigibst, dann schalte ich das bei mir dann hier auch mal so ein. Wir hoffen mal, dass das funktioniert. So. Schauen wir mal. Ah, ihr seht was. Also das ist kurz gefasst die Thermiktheorie, wie man sie in der Flugschule klassischerweise immer lernt. Was ist Thermik? Ich habe einfach eine warme Luftmasse, die unten vom Boden her erwärmt wird. Der Boden wird wiederum natürlich durch die Sonne klassischerweise erwärmt. Und er erwärmt dann die darüber liegenden Luftschichten. Und wenn das warm genug geworden ist, dann kann es sein, dass sich eine Warmluftblase vom Boden aus löst. Die steigt dann auf und bei dem Aufstieg kühlt sie sich ab. Und wir lernen immer in der Theorie, ja, da gibt es die sogenannte trockenadiabatische Abkühlung. 1 Grad ungefähr pro 100 Meter. Das ist hier mal dargestellt, quasi immer so 100 Meter Schritte. Meine Thermikblase, Temperaturen links aufgetragen. Die sinken mit 1 Grad pro 100 Meter. Und
laut der klassischen Theorie heißt es dann halt, okay, meine Thermikblase wird so lange aufsteigen, solange sie einen Thermikvorsprung hat, solange sie etwas wärmer ist als die umliegende Temperatur. Ganz vereinfacht kann man sich das vorstellen, hier unsere Blase, die guckt immer rechts und links und fühlt so quasi nach außen raus und sagt so, ist es dort kälter, ist es dort wärmer? Solange es dort noch kälter ist, werde ich weiter aufsteigen und erst dann, wenn sie genauso warm ist, beziehungsweise vielleicht etwas kälter geworden ist schon als die umgebende Luft, dann wird sie dort aufhören, weiter zu steigen, weil sie keinen thermischen Antrieb mehr dafür hat. Meistens von der Vorstellung her überschießt auch so eine Thermikblase ein bisschen quasi diesen gleichen Temperaturbereich, weil sie einfach diesen Schwung mitbringt. Und mit dem Schwung wird sie ein bisschen nach oben drüber schießen. Deswegen ist auch noch dieser blaue Pfeil da mit eingezeichnet, der sagt, okay, das schießt einmal drüber und dann wabert es eigentlich wieder nach unten hin zurück. Und das sind auch so Sachen, die wir manchmal spüren können, wenn wir oben an eine Inversion irgendwie drankommen. Da hat man so das Gefühl, irgendwie so eine ganze Thermikblase wabert und man weiß nicht so richtig, wo man sich dahin fühlt und es trägt einen hoch und dann schiebt es einen direkt wieder runter und sowas. Das ist dieses Hoch- und Runtersacken von diesen Thermiken an der Inversionsgrenze, dann eigentlich, wo es genau diese Temperatur sich ausgleicht und die den Schwung dann dabei verliert. Nur ist es aber so, dass Thermiken nicht nur von der Temperatur getrieben werden, sondern es gibt noch andere Faktoren, die das beeinflusst. Und ganz vereinfacht gesagt, kann man sich ja vorstellen, es ist, also was macht denn, dass die warme Luft aufsteigen will? Das, was es ausmacht, ist der Dichteunterschied der Luft. Und der Dichteunterschied kommt halt dadurch zustande, wenn ich das wärmer mache, dann habe ich etwas, die Luft dehnt sich aus, dadurch habe ich weniger Luftmoleküle pro Volumeneinheit und dadurch ist die Dichte etwas geringer und dann wird meine weniger dichte Thermikblase im Verhältnis zu der dichteren Luft drumherum, wird sie sagen, ich steige jetzt auf, beziehungsweise im Grunde ist der Prozess andersherum, dass nämlich die dichtere, schwerere Luft unter die leichtere drunter sackt und sie im Grunde nach oben hochschiebt. Das ist wie ein Schiff, was auf dem Wasser ist und der Wasserdruck, wo das Wasser schwerer ist als das Schiff, das es trägt, wird das Schiff dann nach oben heben und das ist dann der Auftrieb. Und genauso erfährt unsere Thermikblase einen Auftrieb. Allerdings sind diese Dichteunterschiede, die sich da ergeben, die müssen nicht nur temperaturgetrieben sein, sondern, ich gucke mal, klappt das hier mit dem Weiterschalten? Ja, es gibt im Grunde drei hauptprägende Größen, die beeinflussen, wie gut, wie schnell, wie stark und wie weit eine Thermik letzten Endes aufsteigen wird. Das ist zum einen die Temperatur. Das ist das, was wir immer klassischerweise lernen. Dann ist als zweites aber auch noch die Luftfeuchtigkeit. Und als drittes ist das Volumen einer Thermikblase. Das entscheidet nämlich auch noch, wie gut meine Thermik steigen wird, ob es eine kleine Blase ist oder eine große Blase, wo richtig viel Luftmasse auf einmal nach oben steigt. Die Temperatur hatte ich schon erklärt, okay, wenn es wärmer wird, geringere Dichte, dadurch steigt die dann auf, beziehungsweise wird hochgedrückt. Nun kann es aber auch sein, dass ich zwei genau gleich temperierte Luftmassen habe, die eine ist aber feuchter als die andere. Und Feuchtigkeit, wenn ich etwas Wasserdampf, beziehungsweise Wassergas, es ist jetzt noch nicht als Wolke zu sehen, in eine Luftmasse hineinpacke, dann sinkt dadurch auch die Dichte. Und das hat damit zu tun, dass diese Wassermoleküle, die da drin sind, die verdrängen ein bisschen von den anderen Luftmolekülen da drin. Das ist nicht viel, was dort verdrängt wird, aber ein bisschen passt da halt noch Wasser da rein. Und Wasser besteht, ist ja H2O chemisch gesehen. Und das Atom H, das Wasserstoff, ist das leichteste Atom, was wir haben. Und wenn jetzt ein H2O-Atom, Molekül, beispielsweise ein Sauerstoffmolekül, O2 wäre das, verdrängt, und O2 wiegt, also ein Sauerstoffatom wiegt 16, als vereinfachte Größe gesagt. Ein H-Atom wiegt 1. Dann habe ich also H2 plus O wäre ein Gewicht von 18. Wenn ich aber zweimal O nehme, das wäre zweimal 16, dann habe ich ein Gewicht von 32. Also hier verdränge ich quasi oder ersetze ein Gewicht von 32 durch ein Gewicht von 18, also etwas weniger. Und dadurch sinkt auch die Dichte meiner Luftmasse, indem ich sie einfach etwas anfeuchte. So kann ich also zwei genau gleich temperierte Luftmassen haben. Wenn die eine aber feuchter ist
dann wird sie sagen, ich bin auch leichter als die andere. Und dann kann es sein, dass sich die schwerere wieder, also in dem Fall die trockenere Luftmasse, unter die andere drunter schiebt und die dann hochhebt. Und dann habe ich auch einen Aufstieg, der in dem Fall eigentlich gar nicht thermisch angetrieben ist. Man kann, könnte in der Form, dürfte man das eigentlich gar nicht Thermik noch nennen, weil es ja keinen thermischen Vorsprung gibt, keinen Temperaturunterschied, sondern das ist jetzt allein der Feuchtigkeitsunterschied, der das macht. Natürlich in der Praxis ist alles immer gemischt, da spielt die Temperatur auch eine Rolle, die Feuchtigkeit. Und da als drittes dann auch noch das Volumen. Zu dem Volumen erzähle ich gleich nochmal was. Wenn man sich das jetzt vorstellt, was passiert? Die klassische Vorstellung ist, ich habe meine Thermikblase, die steigt auf und ich habe jetzt hier so zwei Aufstiegsvarianten von Thermikblasen gezeigt, die einfach ein bisschen unterschiedliches Volumen haben. Auf jeden Fall immer wird meine Thermikblase so lange aufsteigen, bis sie sagt, ich habe keinen oder kaum noch Temperaturunterschied, dann wird sie an der Stelle quasi aufhören zu steigen. Und nun kann man sich aber vorstellen, okay, wenn so eine Thermikblase aufsteigt, beim Aufsteigen kühlt sie sich ab, gleichzeitig wird aber auch noch von außen Luft zugemischt und sowas und die kühlt sich sogar relativ schnell ab. Und es gibt Messungen von Segelfliegern und anderen, die mal gesagt haben, okay, wir versuchen mal wirklich durchzumessen, so eine Thermiksäule, wie schnell nimmt denn die Temperatur wirklich mit der Höhe ab im Verhältnis zur Außenluft? Und die haben dann festgestellt, okay, ich habe eine Basishöhe von vielleicht 2000 Meter, aber der Temperaturverlust meiner Thermik, wenn die von unten aufsteigt und nach oben hochgeht, der ist viel, viel schneller. Und ich habe schon gar nicht erst auf 2000 Meter Höhe quasi ein ähnliches Temperaturniveau erreicht, sondern das wird schon nach 300, 400, 500 Meter Aufstiegshöhe, hat diese Thermikblase so gut wie keinen Temperaturvorsprung mehr. Trotzdem steigt sie immer noch bis auf 2000 Meter hoch. Je nachdem, also wenn ich jetzt vom Flachland ausgehe, sind das immer noch 1500 Meter drüber. Bei den Bergen sieht das ein bisschen anders aus. Da habe ich natürlich selten Basishöhen, die 1500 Meter dann noch irgendwo über den oberen Geländekanten liegen. Aber auf jeden Fall komme ich an Punkte hin, wo kaum noch Temperaturvorsprung da ist, aber meine Thermikblase steigt weiter. Und da kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Und da kommt halt jetzt diese Feuchtigkeit ins Spiel. Und da ist etwas Schönes in unserer Atmosphäre. Wir haben nämlich am Boden in der Regel die höchste Feuchtigkeit vorliegen. Relativ gesehen, meistens auch absolut gesehen. Warum? Weil am Boden her, da habe ich die ganzen Pflanzen, da habe ich Seen, da habe ich Flüsse, sonst was alles, die dünsten oder verdunsten alle Wasser und feuchten damit diese unteren Luftschichten an. Und wenn ich mich dann vom Boden wegbewege, dann sinkt diese Feuchtigkeit relativ schnell erstmal ein bisschen ab und manchmal sogar sehr, sehr stark ab, wenn ich oben sehr trockene Luftmassen liegen habe. Und wenn ich jetzt eine Luftmasse von unten aufsteigen lasse, meine Thermikblase, die nach oben geht, die nimmt einfach diese Luftqualität, die sie dort unten gewonnen hat, die nimmt diese Feuchtigkeit, die sie dort unten mit einpackt, nimmt sie mit nach oben. Und wenn jetzt meine Luftblase sich unten löst, dann sagt sie vielleicht, ich habe einen Temperaturvorsprung, aber ich nehme ja die Luftmasse einfach mit, die da unten da ist. Und wenn ich jetzt nur mit Feuchtigkeit nach rechts und links gucke, dann sagt diese Luftmasse, Feuchtigkeitsdifferenz habe ich da unten nicht. Aber wenn sie dann aufsteigt, kommt sie plötzlich in Bereiche, wo oben herum in der Regel deutlich trockenere Luftmassen vorherrschen. Und dann habe ich also eine Luftblase, die thermisch getrieben am Anfang vielleicht aufsteigt, aber in größerer Höhe plötzlich sagt, selbst wenn mein Thermikvorsprung jetzt weg ist, also kein großer Temperaturunterschied mehr da ist, der mich weiter aufsteigen lassen würde, dann sagt sie, ich bin jetzt trotzdem noch deutlich weniger dicht als die anderen, habe eine geringere Dichte, ich bin leichter, weil ich eine größere Feuchtigkeit in mir drin trage. Und solange noch eine Feuchtigkeitsdifferenz dann da ist, selbst wenn diese Temperatur, diese Thermikblase, die da jetzt aufgestiegen ist, selbst wenn die schon gar keinen Temperaturvorsprung mehr hat, dann kann es trotzdem noch sein, dass diese Thermikblase immer noch weiter aufsteigen wird. Und oben ist sie dann allerdings angetrieben durch diese Feuchtigkeitsdifferenz. Einfach diesen Vorsprung an Feuchte, den sie mitbringt und dadurch ist sie leichter und dadurch wird sie weiter noch Auftrieb entwickeln und weiter nach oben steigen. Und dann kommt als dritter Faktor noch interessanterweise hinzu das Volumen.
Und da gibt es eine wichtige Sache, die man sich vorstellen muss. Eine Thermikblase, ich habe das jetzt hier mal so wie so eine klassische Seifenblase eingezeichnet. So sehen normalerweise Thermiken in der Praxis nie aus. Das sind so keine so runde, abgeschlossene Bläschen, die sich da lösen. Das ist jetzt erstmal nur, dass man es bildlich viel besser versteht, was da eigentlich passiert. Und wenn man sich das so als eine Kugel vorstellt, dann hat man immer an den Außenrändern die Bereiche, wo natürlich meine Thermikblase mit der Außenluft in Kontakt kommt. Und ich habe keine Thermikblase, die wie ein Luftballon mit einer Plastikhülle drumherum ist, sondern das ist natürlich quasi ein offener Ballon, der an den Seitenrändern immer im Austausch mit der äußeren Luftmasse steht und im Grunde dann immer da Durchmischungsvorgänge stattfinden. Das sind ja auch die Turbulenzen, die wir am Rande von Thermiken und so etwas dann entsprechend erleben können. Diese Turbulenzen am Rand mischen dann halt immer diese Außenluft dort rein. Und man kann sich das vorstellen, als würde meine Thermikblase damit von außen im Grunde angeknabbert. Ja, weil es vermischt sich mit der Außenluft und dadurch wird meine Thermikblase, die ihre Luftqualität von unten heraus mitgenommen hat, die wird damit immer kleiner. Allerdings habe ich noch einen gegenläufigen Trend auch noch. Nämlich meine Thermikblase, die aufsteigt, kommt in Bereiche, wo der Luftdruck sinkt. Und wenn man weiß, ich lasse einen einfachen Ballon steigen, je höher der kommt, desto weiter dehnt sich dieser Ballon aus, weil der Luftdruck gesunken ist und dann nimmt er halt an Volumen zu. Und das Gleiche machen auch solche Thermikblasen. Wenn sie aufsteigen, werden sie einfach durch den fallenden Luftdruck auch an Volumen zunehmen. Nun kann man sich zwei gegenläufige Tendenzen sehen. Sie werden von außen angeknabbert, werden deswegen immer kleiner. Oder sie sind vielleicht groß genug, dann werden sie zwar von außen angeknabbert, aber das passiert nicht so schnell, wie sie mit dem Aufstieg an Volumen zunehmen. Man kann sich aber auch noch ein Mittelding vorstellen, dass eine Blase aufsteigt, sie wird von außen angeknabbert, aber sie bringt nur so viel Volumen mit, dass sie immer das quasi sich wieder ausdehnt, was sie von außen angeknabbert wird, dann ändert sich dieses Volumen mit der Höhe entsprechend nicht. Und daraus ergeben sich eigentlich drei Pfade, die solche Thermiken nehmen können. Wenn ich eine kleine Blase habe, die unten startet, da kann es sein, dass das Anknabbern von außen überwiegt. Die wird dann schnell kleiner nach oben hin und dadurch verliert sie an Volumen und ist vielleicht irgendwann mal weg. Und es kann sein, dass manche kleinen Blasen, die unten einen ordentlichen Temperaturvorsprung mitbringen und richtig aus dem Gelände rausknallen, wo man denkt, boah, hier ist eine super starke Thermik, dass eine solche Thermik nach 200, 300 Metern wirklich weg ist. Und wir meinen immer, wir sind zu doof zu fliegen. Oh, ich kann nicht, ich habe die Thermik verloren, ich weiß gar nicht, wo sie ist. Dann sucht man sie wieder und sagt, da vorne, da war doch der super Spot. Das mag auch manchmal sein, da ist richtig heiße Spots im Gelände, wo sich super Thermiken immer losblubbern. Aber gerade wenn Gelände sehr, sehr heiß sind an einzelnen Punkten, da knallen die Thermiken auch meistens sehr früh los, weil sie einfach sehr schnell sich aufheizen und dann eher in kleineren Blasen dort losgehen. Und dann kann es sein, dass solche Thermiken zwar unten raus super durchziehen erstmal, aber schon nach wenigen hundert Metern vollkommen an Kraft verlieren beziehungsweise sich dann so verkleinert haben, dass ich auch mit meinem Gleitschirm, mit meinen Kreisen und Kreisradien, die ich damit fliegen kann, mich in solchen Blasen schon gar nicht mehr halten kann. Wenn ich jetzt die mittlere Säule mir mal angucke, okay, das ist eine Thermikblase, die wird dann einfach nicht an Volumen gewinnen, weil sie immer genauso viel von außen angefressen wird, wie sie selber größer wird mit der Höhe. Und es wird dann einigermaßen gleichmäßig dann aufsteigen. Idealerweise ist es aber noch, wenn ich jetzt eine Luftmasse habe, die einfach von unten so viel Volumen schon zuliefert, dass die von außen gar nicht so schnell angefressen werden kann, wie sie sich mit der Höhe dann entsprechend auch ausdehnt, dann wird diese Thermik mit der Höhe einfach an Volumen dann weiter gewinnen. Und das ist für mich sehr interessant, weil das Volumen beschert mir mit der Höhe einfach immer bessere Steigwerte, egal was meine Temperatur und was meine Feuchte erstmal macht. Warum? Wenn man sich vorstellt, je größer ein Volumen ist, man kann sich das vorstellen wie auch in der Seeschifffahrt, je größer ein Riesencontainerschiff ist, desto mehr Wasser verdrängt es. Also in der Seefahrt spricht man von Bruttoregistertonnen und Wasserverdrängung und sowas. Und dieses verdrängte Wasser drückt halt dann mein Boot oder mein großes Containerschiff entsprechend nach oben. Und dieses Hochdrücken, die Kraft wird immer größer, je mehr Wasser ich verdrängt habe. Das heißt, der Auftrieb für dieses Schiff wird dann entsprechend größer. Das Gleiche passiert in den Luftmassen mit unseren Thermikblasen. Je größer meine Thermikblase ist,
desto mehr wird sie Auftrieb erfahren durch die Luftmassen, die sie im Grunde selber verdrängt und die dann sagen, ah, okay, ich brauche wieder Platz, ich drücke dich damit weiter nach oben und damit wird diese Thermikblase einfach immer besser weiter aufsteigen können. Und so habe ich also drei Faktoren. Ich habe die Temperatur, die sorgt für einen Abfallen der Dichte. Dadurch habe ich leichtere Luftmassen, die sagen, ich will Auftrieb machen. Ich habe die Feuchtigkeit, die sagt auch, ich verringere die Dichte. Mit der geringeren Dichte werde ich auch noch weiter aufsteigen können. Und dann habe ich als dritten Faktor auch noch das Volumen, wo ich sage, je größer das Luftvolumen meiner Thermikblase entsprechend ist, desto stärker wird auch da der Auftrieb werden. Und wenn man sich das mal vorstellt, dann kann man auch verstehen, warum manche Thermikblasen mit der Höhe eigentlich immer besser steigen. Und wir meinen immer, ja, das hat was immer mit der Luftschichtung und so weiter zu tun. Das hat häufig gar nichts mit der Luftschichtung zu tun, sondern die ist immer relativ gleichmäßig. Aber es kann sein, dass am selben Tag habe ich die eine Thermikblase, die quasi meiner mittleren Säule hier entspricht, die nur so Volumen hat, was eben mit der Höhe nicht mehr größer wird, weil es von außen immer angefressen wird. Oder ich habe daneben einen besseren Bart irgendwo stehen, der von sich aus einfach von der Anlaufstrecke am Hang aufwind oder sonst was, der einfach immer viel mehr Luftvolumen entsprechend mitbringt. Und dann kann sein, dass der dann aufsteigt und mit dem zunehmenden Volumen selber nach oben raus immer, immer stärker wird. Und das hat dann, da kann mein Temperaturunterschied schon lange quasi weg sein. Und da brauche ich nur noch ein bisschen Feuchtigkeitsunterschied, dass sie sagt, ich bin noch leichter als die umgebende Luft. Und dann habe ich noch diesen Volumengewinn. Umso mehr werde ich dann halt entsprechend steigen. Und wie gut Thermiken oben rausziehen an einem selben Tag, hat meistens etwas mit diesem Volumeneffekt zu tun. Dass man sagen kann, da wo die besonders starken Thermiken sind und nicht die besonders starken, die schon in Geländenähe sich sehr stark ablösen. Das sind da in der Regel Sachen, die noch sehr großen thermischen Vorsprung haben, sondern wenn ich schon einen gewissen Geländeabstand gewonnen habe und dann sage, okay, die einen Thermik-Spot, der ballert oben raus, richtig schön raus. Das hat dann sehr viel mit diesem Volumeneffekt zu tun. Und ich hatte ja gesagt, dieser Thermik-Vorsprung, der mischt sich schon relativ schnell weg. Und im Grunde kann man bei so Thermiken sagen, es gibt für jeden dieser drei Faktoren unterschiedliche Entwicklungen und typischerweise die Temperatur ist in Bodennähe am wichtigsten. Ich brauche diesen Temperaturvorsprung, damit sich überhaupt eine Thermikblase loslösen kann. Am Boden hatte ich ja gesagt, der Feuchtigkeitsunterschied ist so gut wie nicht gegeben, weil ich eine relativ einheitliche Feuchteschicht am Boden habe. Aber wenn sich das dann gelöst hat, dann nimmt der Einfluss der Temperatur mit der Höhe relativ schnell ab. Aber dann kommt halt meine Thermikblase in die Bereiche, wo obenrum eher etwas trockenere Luftmassen herrschen. Und diese trockenen Luftmassen führen dann dazu, dass meine Feuchtigkeit im Grunde zum Tragen kommt, beziehungsweise meinen Aufstieg dann entsprechend weiter fördert. Und wenn ich auch noch entsprechend große Blasen noch habe, die sich unten gelöst haben, kommt dann nach oben raus auch noch der Volumeneffekt ins Spiel. Und somit habe ich dann Sachen, wo man auch sagen kann, je nachdem, wo ich fliege, in welchen Höhenbereichen ich fliege, ergeben sich auch unterschiedliche Sachen, wonach man vielleicht guckt, was ist für mich interessant, welche Thermikablösestellen können für mich denn vielleicht interessant sein. Je tiefer ich komme, desto mehr muss ich nach den Ecken gucken, die besonders viel Temperaturvorsprung mir irgendwo liefern, besonders heiße Ecken aussuchen, damit ich überhaupt erstmal wieder ein bisschen Höhe vielleicht zusätzlich gewinnen kann. Je höher ich aber dann über ein Gelände komme, desto interessanter wird es für mich zu gucken, wo habe ich vielleicht Thermikquellen, die mir ein möglichst großes Volumen liefern. Und das muss auch nicht sein, dass die heißesten Ecken sind, aber wo ich weiß, da wird sehr, sehr viel Luftmasse vielleicht zusammengeschoben oder kriegt einen Hang hoch. Und wenn das oben an der tollen Stelle auslöst, selbst wenn dieser Hang nicht ideal zur Sonne steht, aber dieser Hangaufwind wird mir dann oben an der Stelle den stärksten Bart vielleicht liefern. Und wenn ich dann noch weiß, da gibt es vielleicht einen Feuchtigkeitsvorsprung. Diese Blase, die dort aufsteigt, wird mir warum auch immer etwas mehr Feuchtigkeit liefern, dann ist das auch noch vorteilhaft. Da kann man zum Beispiel sagen, wenn ich blanken Fels habe oder ich habe Bewachsenes und da läuft ein Bächlein durch und sonst was, dann ist diese bewachsene Fläche mit dem Bächlein, der da durchläuft, eine mögliche Feuchtigkeitsquelle. Der Fels selber liefert mir so gut wie keine Feuchtigkeit.
der wird mir vielleicht nah am Fels gute Temperaturvorsprung liefern, weil der schön die Luft direkt aufheizt, wenn es zumindest ein gut heizender Fels ist. Aber er kann nach oben heraus mir vielleicht nicht unbedingt die Thermik liefern, die wirklich dann stark und durchziehend bis oben raus ist. Das können dann manchmal eher ganz andere Ecken sein, wo dann entsprechend Feuchtigkeit und großvolumige Luftmassen dann entsprechend zusammenkommen. Interessant ist dann auch noch zu gucken, was macht eigentlich meine Luftschichtung? Und ich habe hier mal so ganz vereinfacht so eine Luftschichtung dargestellt. Rechts die Temperatur, die mit der Höhe abnimmt. Deswegen alles, was nach links geneigt ist, heißt hier Temperaturabnahme. Wenn es dann oben raus, da ist wieder so eine Ecke, wo es nach rechts geneigt wird, dann nimmt die Temperatur im Grunde wieder zu. Das wäre so klassische Inversionsbereich und dann nimmt es da drüber wieder ab. Die blaue Kurve daneben, das ist der sogenannte Taupunkt und oder die Taupunkttemperatur. Wichtig ist hier eigentlich nur zu wissen, je breit oder je weiter auf einer Höhe gesehen Taupunkt und Temperaturkurve voneinander auseinanderliegen, desto trockener ist die Luft in diesen Bereichen. Je näher Blau und Rot hier zusammenkommen, desto feuchter ist die Luft in diesen Höhenbereichen. Das heißt, ich habe, wenn ich unten gucke, erst ein bisschen trockene Luft, das geht dann, wird dann ein bisschen näher, dann kommt ein Bereich, wo relativ im Grunde die trockenste Bereich der Luftmasse ist. Wenn man dann noch weiter aufsteigt in Richtung Inversion, darüber wird es dann wieder deutlich feuchter. Das ist auch so ein typischer Tagesgeschichte, die sich einstellen kann, wo im Tagesverlauf, wenn viel Luft durch die thermische Durchmischung nach oben transportiert wird, dass sich unter solchen Inversionen obenrum dann wieder diese feuchten Luftmassen, die von unten eigentlich nach oben transportiert werden, die sammeln sich dort oben, beziehungsweise die Feuchte sammelt sich dort unterhalb von dieser Inversion. Und dann bekomme ich halt solche Bereiche, wo es dann obenrum eine deutlich feuchtere Schicht ist. Und dann oberhalb der Inversion habe ich dann meistens, gerade bei so schönen Hochdrucktagen, sehr, sehr trockene Luft rum wieder liegen. Wenn man sich dann so anguckt, was macht denn so etwas mit meiner Thermikstärke? Wie kann sowas bedeuten? Ich habe jetzt hier mal was eingezeichnet, wo man sieht, okay, untenrum, meine Thermik löst sich hauptsächlich temperaturgetrieben aus, wird dann, je weiter sie aufsteigt, verliert sie diesen Thermik, also den Temperaturvorsprung, hat dann aber noch ihren Feuchtevorsprung, weil man sieht nach oben raus, also noch deutlich unterhalb von den Wolken, da ist blau und rote Kurve links gesehen, ist am weitesten auseinander, da ist besonders trockene Luft. Wenn ich also jetzt feuchte Luft von unten mit hochnehme, die wird dann sagen, ich habe meinen Feuchtevorsprung, ich bin deswegen leichter, ich werde also weiter steigen. Und wenn ich genug Volumen noch habe, kommt noch vielleicht der Volumeneffekt mit dazu. Und wenn ich mich dann so langsam an diese Inversion oben nähere, dann sieht man ja, da laufen wieder blaue Kurve und rote Kurve, kommen sich sehr nahe. Da habe ich also sehr feuchtere Bereiche. Und damit verliert meine Thermikblase im Vergleich, wenn die jetzt immer auf ihrer Höhe, wo sie gerade ist, rechts und links guckt, sagt die jetzt, oh, jetzt ist es nicht mehr so trocken um mich rum. Ich bin gar nicht mehr so viel leichter. Also höre ich auf, langsam weiter zu steigen. Ich verliere an Schwung oben raus. Und das ist dann, wenn man jetzt sich ganz rechts mal diese Kurve der Thermikstärke anguckt, das ist so eine typische Verteilung der Thermikstärke an einem klassischen Thermiktag, wo ich sage, es zieht unten, löst es irgendwie ganz gut ab. Ich habe ein bisschen Geländeentfernung gewonnen. Da hat die Thermikblase richtig an Schwung bekommen. Dann kommt sie in diese Bereiche, wo die trockensten Luftmassen herrschen, wo sie dann aufsteigt. Dort wird es dann halt sein, dass sie in der Regel den größten Auftrieb selber hat, weil einfach drumherum diese trockenen Luftmassen liegen, die dann eine deutlich größere Dichte haben. Und wenn sie nach oben in die Bereiche kommt, unterhalb von der Inversion, wo die Feuchtigkeit wieder zunimmt, dann wird sie sagen, oh, jetzt habe ich nicht mehr so einen großen Vorsprung, jetzt höre ich langsam auf zu steigen, ich nehme langsam wieder ab. Gäbe noch eine andere Möglichkeit, jetzt mal so ein Beispiel gezeigt, wo einfach im Vergleich zu davor die Feuchtigkeit oben raus schon viel, viel niedriger ansetzt unterhalb von der Inversion. Und an solchen Tagen bekomme ich halt, wenn ich da wieder die Thermikstärke gegen abtrage, kommt halt dieser Effekt, dass meine Thermik schon deutlich früher an Schwung oben raus verliert. Das hat dann hauptsächlich wirklich mit dieser größeren Feuchte in den höheren Luftschichten da zu tun. Und dass die dann sagt, okay, mein stärkstes Steigen habe ich gar nicht 200, 300 Meter unterhalb von der Basis vielleicht, sondern vielleicht schon 500, 600 Meter darunter. Und wenn man
sowas kann, sieht und auch von den Temps her sieht oder auch im Flug dann entsprechend wahrnimmt, dass oben raus die Luftmassen doch relativ feucht sind, dann kann man auch seine entsprechende Flugtaktik dagegen anpassen und sagen, ich muss nicht jetzt nicht mehr jeden Bart wirklich bis oben unter die Basis ausdrehen, weil die oberen 400 Meter sind immer fürchterlich zäh. Und wir stellen uns das häufig vor von der klassischen Thermiktheorie, ah ja, da ist die Temperaturschichtung ist da schon nicht mehr gut oder sowas. Häufig ist es aber gar nicht die Temperaturschichtung, die so schlecht ist oben raus, sondern es ist ganz häufig diese Feuchtigkeit, die dann damit reinspielt. Und wenn man solche Temp-Analysen macht, ist es sehr wichtig, sich auch immer anzugucken, nicht nur, was macht meine Temperaturentwicklung, wo liegt da vielleicht oben raus die Inversion oder sowas, sondern vor allem auch immer zu gucken, was macht im Grunde im Verhältnis dazu meine Feuchtigkeit, die Luftfeuchtigkeit in den verschiedenen Höhen. Und wenn ich Bereiche sehe, dass es oben raus sehr, sehr feucht schon ist, unterhalb meiner Basis klassischerweise, dann weiß ich, an solchen Tagen werde ich oben raus keine wirklich starken Werte mehr erwarten können. Die werden in der Regel deutlich drunter ihre größte Stärke entsprechend haben. Was ergibt sich daraus? Eigentlich verschiedene Thermikideale. Zum einen, ich möchte gerne kalte, trockene Höhenluft haben. Das sind so die klassischen Sachen. Die beste Thermik ist meistens so Nordostlagen, Hochdruckgebiet. Ich bekomme sehr trockene Luft rein, die gerade im Frühjahr noch ziemlich viel, also in der Regel sehr kühl und kalt ist obenrum. Dann habe ich halt einmal die Kälte und ich habe die große Trockenheit oben. Das sorgt natürlich für starke Thermiken auch oben raus, weil einfach jede Blase, die da aufsteigt, wird nach oben immer schreien. Zumindest wenn man das sich gleitschirmtechnisch vorstellt, wird die Thermikblase, juhu, ich kann einfach weiter aufsteigen. Ich werde ständig weiter gepusht. Dann ist für mich auch noch interessant, einen natürlich heißen Untergrund zu haben, aber am besten einen nicht zu heißen Untergrund für eine Thermikauslöse. Warum? Weil ich dann letzten Endes die besseren, größeren Volumina für meine Thermik geliefert bekomme. Je heißer ein Spot ist, desto kleiner schießen dann die einzelnen Blasen da los. Das kann zwar dann eine sehr schön pulsierende und teilweise auch mit starken Blasen in Geländenähe pulsierende Thermik sein, aber das ist nicht unbedingt der Spot, der mich wirklich am höchsten dann bringt oder mir oben raus die angenehmste Thermik beschert. Je größer das Volumen einer Thermik ist, desto angenehmer ist das für mich auch zu fliegen, weil ich kann dann im Grunde teilweise Riesenkreise irgendwann da oben fliegen und es wird immer noch steigen. Das wird man ja auch manchmal merken, wenn man viel mit Segelfliegern zusammenfliegt, auch im Gebirge. Es gibt Ecken, da steigen so große Volumina auf, da machen die Segelflieger Riesenkreise um einen rum. Man selber eiert da irgendwie immer noch mit 80 Meter Radien in der Mitte drin. Aber eigentlich ist es relativ egal. Man könnte auch genauso in einem größeren Kreis noch da rumfliegen. Natürlich wird es in solchen größeren Luftvolumina immer Ecken geben, die etwas besser steigen als andere. Und die können wir als Gleitschirmflieger auch besser ausnutzen als Segelflieger und werden manchmal diesen Segelfliegern auch davonsteigen können. Aber es gibt Tage, da ist das relativ einheitlich an Luftmasse, was dort aufsteigt. Da kreisen die Segelflieger um uns rum und steigen genauso gut wie wir, obwohl die im Grunde aus unserer Sicht Mondkreise fliegen und wir nie auf die Idee kämen, diese Riesenkreise entsprechend zu fliegen. Dritte Thermikideal, was ich noch gerne hätte, ist immer eine Feuchtigkeitsquelle untenrum. Das heißt jetzt nicht der dicke See, also jetzt der Achensee oder sowas, der wird mir nicht selber die Thermik liefern. Aber wenn ich einen guten thermischen Spot habe am Boden, der sich gut aufheizt, wo ich daneben eine Wasserfläche zum Beispiel habe, das ist super, weil alles, was aufsteigt an thermischer Luft an der Stelle, die saugt natürlich die Luftmassen von umliegend nach und besorgt sich im Grunde die Luft, die ja nach oben wegsteigt, muss irgendwo von woanders nachkommen. Und wenn die jetzt aus Ecken zuziehen kann, wo eine größere Feuchtigkeit herrscht, dann wird sie diese etwas feuchteren Luftmassen dann entsprechend aufwärmen und mir dann als Thermik letzten Endes die größere Feuchte liefern können. Das muss jetzt nicht nur ein See sein, das ist auch ganz häufig jetzt im Frühjahr, wenn wir oben noch Schneegrenzen haben und sowas, dann ist häufig, wo wir sagen, ja, an den Schneekanten und sowas, die Frühjahrsthermik ist so besonders stark und nach oben raus und das ballert so richtig. Das hat viel mit diesen Thermikidealen zu tun, dass ich zum einen habe diese kalte, trockene Höhenluft, aber auch, dass ich durch diese Schneegrenzen, wo ich immer eigentlich abfließende Luft von den Schneefeldern habe, die nach unten sinkt,
den Berg noch runterfließt, weil das sich nicht gut aufheizt. Aber der Schnee taut die ganze Zeit ein bisschen, feuchtet diese abfließenden Luftmassen ein bisschen an. Und dann kommen die an die Schneegrenze dran. Von unten kommt die warme Luft. Wenn die an der Schneegrenze im Grunde auslöst, weil da kalt und warm zusammentrifft und die schwere kalte Luft unter die warme fließt, wird immer ein bisschen von dieser Kaltluft auch damit reingemischt. Und damit bekomme ich eine zusätzliche Anfeuchtung dieser Luftmasse und dann bekomme ich oben raus diese wunderschön noch durch die Feuchtigkeit zusätzlich angetriebene Thermik. Das ist so eine mögliche Feuchtigkeit, die dann auch noch dazu kommt. Anderes Beispiel, gerade im Flachland ist das so, zum Nachmittag hin, morgens ist das so nicht, weil das länger dauert, um sich aufzuwärmen, aber zum Nachmittag hin habe ich häufig Waldbereiche, die besonders gut tragen, weil die so viel Feuchtigkeit einfach selber ausschwitzen. Ja, wenn ich ein großes Getreidefeld habe, was schon halbwegs abreift oder sowas im Sommer, das heizt sich zwar gut auf, aber liefert mir wenig Feuchtigkeit. Und dann, das ist natürlich, je tiefer ich komme, ist es sinnvoll, solche Flächen anzufliegen. Je höher ich aber bin, desto interessanter kann es für mich sein, lieber über Waldflächen zu fliegen. Und typischerweise habe ich in einer Waldfläche auch meistens immer irgendwo einen Kahlschlag oder sonst was, der sich etwas besser aufheizen wird als das Drumherum. Und aus dieser Kahlschlagfläche, die sich besser aufheizt, werde ich dann auch Thermikblasen haben, die aufsteigen. Und diese Thermikblasen werden zwar vielleicht nicht so heiß sein, wie die Thermikblase einen Kilometer daneben, die aus einem Getreidefeld aufsteigt. Trotzdem wird der Thermikvorsprung, den Sie gegenüber Ihre umliegenden Luftmassen im Restwald haben, wird ausreichen, dass Sie sagt, ich löse mich vom Boden. Und wenn ich mich einmal vom Boden gelöst habe und sie nimmt dann noch diese Feuchtigkeit mit, kann diese Thermikblase dann halt entsprechend gut nach oben aufsteigen. Und wenn es vielleicht ein größerer Kahlschlag ist, der irgendwo ist, kann das mir auch so viel Volumen liefern, dass ich dann da auch oben raus richtig super schönes Volumen entsprechend dann da auch noch habe. Eine schöne Sache, die man mit dieser modernen Thermiktheorie auch noch erklären kann, ist die Frage, können Wolken eigentlich saugen? Und wir sprechen immer vom Wolkensaugen, aber Wolken können eigentlich gar nicht saugen. Weil die klassische Thermiktheorie, wie wir das in den Flugschulen immer sagen, die sagt, ja, pass mal auf, da kommt die Thermik, die kühlt sich halt ab, dann erreicht sie irgendwann die Wolkenbasis. An dieser Wolkenbasis passiert Folgendes, ich habe 100% Luftfeuchtigkeit erreicht. Also Taupunkttemperatur ist gleich Normaltemperatur. Und dadurch kommt es jetzt zur Kondensation des Wassers und dabei wird Kondensationswärme frei und dann wird die Luft noch weiter, wird quasi nachgeheizt und dann wird sie in dieser Wolke noch weiter aufsteigen. Und dann spricht man immer von der feuchtadiabatischen Aufstieg, wo halt diese Luftmasse sich nur noch mit 0,6 Grad pro 100 Meter abkühlt, vereinfacht gesprochen. Das passiert auch wirklich so in den Wolken, deswegen steigen die auch in den Wolken das Ganze weiter auf. Aber eine Wolke, die da weiter aufsteigt, die verdrängt ja Luft und diese Luft wird dann, will sie natürlich auch noch weiter ansaugen, was da noch weiter nach oben gehen soll. Und die klassische Vorstellung heißt immer, ja, deswegen saugen Wolken, die saugen dich dann quasi von unten an. Das könnte aber eine Wolke nur, wenn sie im Grunde einen Saugrüssel hat wie ein Staubsauger, wo die wirklich sagt, alle meine Saugkraft wirkt nur nach unten. Aber Luft hat ja ein Gewicht. Und wenn ich Luft von unten nach oben saugen will, muss ich richtig Arbeit leisten. Ja, das ist, als würde ich einen Eimer Wasser nach oben heben, da muss ich natürlich kräftig hochziehen. Und es ist für die Luftmasse oder die Wolke viel einfacher, wenn die sagt, ich ziehe nicht die Luft von unten nach oben, da muss ich nämlich richtig hochheben, sondern ich ziehe die Luft einfach nur von der Seite zu mir heran. Das ist viel leichter. Ich muss keine Höhe überwinden. Deswegen, wenn Wolken saugen, saugen sie eher Luftmassen von der Seite her an. Trotzdem gibt es diese Erlebnisse, die wir alle, vielleicht nicht alle, aber die viele schon mal gehabt haben, dass sie in die Nähe von Wolken gekommen sind und plötzlich nahm das Steigen unterhalb von der Wolke deutlich zu und manche sind dann sogar bis in die Wolke hinein gestiegen, weil sie nicht mehr ausweichen konnten. Und dann sagen wir, ja, die Wolke hat mich eingesaugt, die Böse. Hat aber nichts mit der Wolke und dem Einsaugen direkt zu tun. Woher kommt nun dieser Effekt? Und das Interessante ist, manchmal fliegt man an genauso aussehende Wolken heran. Es ist darunter auch thermisch, aber an diesen Tagen saugen die Wolken nicht, obwohl die Wolken fast genauso aussehen wie an dem Tag davor. Woran liegt das? Das hat jetzt auch wieder
ich lasse das mal weg, hat jetzt auch wieder etwas mit der Feuchtigkeit zu tun. Nämlich eine Wolke, wenn die aufsteigt, mischt am Wolkenrand. Habe ich immer, also bei jeder Thermik, aber auch bei jeder Wolke dann entsprechend, habe ich immer am Rand absinkende Luftmassen als Ausgleich. Ja? Wenn was aufsteigt, irgendwo, dann, was hochgeht, muss auch irgendwo wieder runterkommen. Und so habe ich am Rand der Wolken immer solche herunterwischenden Luftmassen. Und diese Luftmassen, wo kommen die her? Die kommen aus den höheren Schichten oberhalb oder seitlich von der Wolke entsprechend. Und nehmen dann auch wieder die Qualität nach unten mit, beziehungsweise die Eigenschaften mit, die sie auf ihrer entsprechenden Höhe haben. Und wenn ich jetzt oberhalb von meiner Wolkenbasis in der Regel eher Luftmassen habe, die sehr, also eher ziemlich feucht sind, wie hier, wenn man sich das anguckt, da ist obenrum blau und rote Kurve oberhalb von der Wolkenbasis sind relativ dicht beieinander, während unterhalb von der Wolkenbasis habe ich noch sehr trockene Luftmassen liegen, da ist blau und rot weit auseinander. Und jetzt wird also am Rand von meiner Wolke diese deutlich feuchtere Luft nach oben runtergemischt. Am Rand. Und wenn jetzt meine Thermik quasi unter der Wolke aufsteigt und die guckt, habe ich ja gesagt, jede Thermikblase guckt im Grunde immer nach rechts und links oder fühlt und sagt, ha, ist es da noch dichter oder gleich dicht oder weniger dicht oder sonst was als ich, kann ich noch weiter steigen? Dann wird die jetzt sagen, wenn plötzlich deutlich feuchtere Luft am Rand von den Wolken runtergewischt wird, kommt sie in Bereiche rein, wo sie sagt, mein Feuchtigkeitsvorsprung als Thermik ist einfach nicht mehr gegeben. Ich werde dann als Thermik halt entsprechend abnehmen an Aufstiegsgeschwindigkeit und an solchen Tagen kann ich an Wolken relativ nah heranfliegen, ohne dass ich Sorge haben muss, dass es mich in die Wolke hineinzieht. Wie gesagt, die Wolke zieht nicht, sondern es sind die am Rand runtergewischten Luftmassen, die entsprechend die Thermikaufsteige oder die Thermikqualität dann unterhalb von der Wolke dann entsprechend bestimmt. Als Gegenteil mal, jetzt habe ich einen Tag, typischer Hochdrucktag, obenrum sehr, sehr trockene Luftmassen. Und da habe ich eine Wolke, die dann halt in diese trockenen Luftmassen schön hineinwächst. Und dann werden an den Seiten von dieser Wolke wieder diese Luftmassen runtergewischt. Und dann bekomme ich plötzlich quasi in einem Umkreis um die Wolke herum, kann man sich vielleicht wie so einen Ring vorstellen oder sowas, einen Ring trockenerer Luftmassen, die dann entsprechend darunter hängen. Und wenn jetzt meine Thermikblase aufsteigt und sagt, och, ich bin eigentlich relativ gemütlich und steige in meinen vielleicht gar nicht so trockenen Luftmassen unterhalb von der Basis, und dann kommt sie in die Nähe von der Wolke und kriegt da plötzlich eine andere Luftqualität geliefert, weil diese Luftmassen von der Wolke halt entsprechend runtergewischt werden, dann wird sie mit einem Mal sagen, boah, jetzt habe ich viel trockenere Luftmassen rechts und links. Ich bin plötzlich deutlich leichter. Meine Dichte ist, mein Dichtevorsprung, oder negativer gesehen, ich habe geringere Dichte als die umliegenden Luftmassen. Dann wird die mit einmal sagen, jetzt habe ich einen Grund, noch schneller aufzusteigen. Und das sind die Tage, an denen wir dann erleben können, dass solche Wolken uns scheinbar einsaugen, aber die Wolke selber saugt uns nicht ein als Wolke, sondern sie sorgt nur dafür, dass die entsprechenden Luftmassen am Rande runtergemischt werden und diese Luftmassen dann wiederum meine Thermikqualität auf dieser entsprechenden Höhe dann bestimmen. Und dann kann man auch sagen, ganz vereinfacht gesagt, wenn ich also in der Thermik aufsteige und jetzt überlege, könnte diese Wolke mich möglicherweise einsaugen oder nicht, dann ist es immer ganz gut zu wissen, was herrschen eigentlich oberhalb von der Basishöhe, was herrschen da für Luftmassen vor? Und wenn ich sehe, je höher ich komme, der Himmel wird immer stahlblauer, da ist keine Feuchtigkeit mehr da, dann ist es ein Grund, sagen, ich halte lieber ein bisschen mehr Abstand von den Wolken. Wenn ich weiß, obenrum, das ist eigentlich relativ feucht und dunstig und noch, oder ich habe mir vorher irgendwelche Temps angeguckt und habe gesehen, von den ganzen Temp-Prognosen her, obenrum ist gar nicht so eine große Feuchtigkeit, es ist relativ feucht, halt entsprechend, und da wird eher feuchte Luft am Rand von den Wolken auch runtergemischt, dann muss ich gar nicht mich so sorgen um diese Wolken. Da kann ich auch näher an solche Wolken dann entsprechend heranfliegen. Also es ist nicht die Wolke, die saugt, sondern hier kommt auch wieder als Faktor diese Feuchtigkeit und diese Feuchtigkeitsunterschiede entsprechend mit ins Spiel. Schöner Effekt, der sich dadurch auch noch ergibt, nicht nur ist entscheidend, welche Luftmassen ich quasi oben um meine Wolke herum habe, die dann entsprechend runtergewischt werden, sondern da kommt jetzt auch noch der Höhenwind ins Spiel. Und manchmal heißt es ja auch so, dass man sagt, wo soll ich denn
Wolke anfliegen, wo könnte ich denn am ehesten die stärkste Thermik erwarten? Und dann gibt es auch, wenn man so Gleitschirmforum guckt, da wird immer schön gestritten. Die einen sagen, na, du musst immer die Luftseite anfliegen und da die dunkelste oder sonst irgendwie was. Und dann kommen die anderen und sagen, ja, aber ich habe aber schon erlebt, ich bin dann hinten rausgeflogen, plötzlich, da hat es viel stärker gezogen und wieso jetzt eigentlich und sowas. Das lässt sich auch hiermit erklären. Was passiert nämlich, wenn ich einfach Nullwind oben rum habe, dann wird meine Wolke, die dort wächst, quasi in alle Richtungen wie so Pferdemähne, die um den ganzen Kopf runterhängt, wird halt diese Wolke sagen, um mich herum ist ein gleichmäßiger Ring, also gleich feuchter oder trockener Luftmasse, die ich da runterwische. Und dann wird meine Thermik entsprechend an der Stelle, wo sie aufgeht, da aufsteigen und da ihr Hauptding haben. Wenn ich jetzt obenrum allerdings einen stärkeren Höhenwind habe, der wird diese abfließende Luftbewegung, die um die Wolke abfließt, halt entsprechend auch versetzen. Und so gibt es dann quasi auf der Lee-Seite vom Höhenwind gesehen, auf der Lee-Seite dieser Wolke, wird mehr von dieser Höhenluft nach unten gewischt als auf der Luftseite. Das wird nämlich alles mehr nach hinten geschoben. Und so kann es sein, dass eine Thermik, die aufsteigt, zwar auf der Luftseite von dieser Wolke am meisten Luft geliefert bekommt. Wenn ich dann aber unter einer solchen Wolke weiterfliege, dann komme ich vielleicht in einen Bereich, wo es nicht so gut steigt und dann plötzlich auf der Lee-Seite, wo ich hinten rausfliege unter so einer Wolke, steigt es plötzlich richtig stark nochmal und ich werde an der Stelle in die Wolke reingesaugt und ich wundere mich, wo kommt denn hier die Thermik her? Die war doch eigentlich da vorne. Und das kommt jetzt daher, dass damit einmal an dieser Stelle drumherum die deutlich trockenere Luft von oben runtergewischt wurde. Oder mehr von dieser trockeneren Luft runtergewischt wurde und damit mein Auftrieb an dieser Stelle eben stark verstärkt. Und dann bekomme ich plötzlich auf der Lee-Seite von meiner Wolke die entsprechenden starken Steigwerte. Und damit muss ich dann halt auch immer ein bisschen gucken, was macht eigentlich der Wind in der Höhe, um auch danach ein bisschen abschätzen zu können, an welcher Stelle kann denn zumindest in Wolkennähe, wo werde ich da möglicherweise das stärkste Steigen haben? Und gerade wenn ich weiß, da ist ein bisschen mehr Wind in der Höhe, wenn ich zum Beispiel auf so einem Flugpfad bin und sage, ich will mit diesem Wind mitfliegen, kann es durch, und ich bin schon ziemlich nah an der Wolke dran, kann es sinnvoll sein, eben nicht unter der Wolke quasi immer nur längs zu delfinieren, weil man dann plötzlich wirklich vielleicht in diesen gefährlichen Bereich hinten kommt, wo es am stärksten steigt, sondern ich fliege einen leichten Bogen, fliege vorne am Wolkenrand längs und taste mich da quasi längs und merke dann, steigt es da besser oder nicht und dass man da so ein bisschen rechts und links meandrierend unter der Wolke dann hat längs definiert, um eben nicht in solche Wolken hineingezogen zu werden. Bei Wolkenthermik, dass das unter der Wolke plötzlich stärker steigt, kann aber noch einen anderen Effekt haben oder einen anderen Auslöser haben. Das ist nämlich klassischerweise, stellt man sich halt eine Thermik vor, die aufsteigt. Aber es kann natürlich sein, dass, wenn man sich jetzt unter dem rechten Bild mal das vorstellt, darunter ist noch irgendwie ein Berggrat und ich habe von zwei Seiten dieses Berggrates kommen Thermiken, die dort aufsteigen und über dem Berggrat kommen sie plötzlich zusammen. Und wenn die sich zusammentun, dann addieren sich mit einem Mal die Volumina. Und es könnte zum Beispiel sein, dass ich links gesehen, das wäre vielleicht der Südhang und rechts gesehen der Nordhang. Und ich bekomme also von beiden Seiten Luftmassen, die dort aufsteigen. Klassischerweise sind die Luftmassen auf dem Südhang aber trockener, auf dem Nordhang feuchter. Und dann bekomme ich fliege am Südhang und drehe da langsam auf und dann komme ich über meinen Berggrat oben drüber und mit einem Mal mischen sich diese zwei Volumina von diesen beiden Bärten, die dort halt dann eben zusammenkommen. Und mit der Mischung addieren sich zum einen die Volumina und zum anderen komme ich noch mehr mit einem Mal eine neue Luftqualität, weil ich mehr Volumen und im Durchschnitt mehr Feuchtigkeit habe, wenn ich vorher auf der Südseite halt aufgedreht habe. Und dann wird diese Thermik mit einem Mal auch deutlich stärker werden. Allein durch diesen größeren Feuchtigkeitsvorsprung und dieses größere Volumen, was sie dann hat. Und wenn da drüber eine Wolke steht, hat man dann auch manchmal den Eindruck, ah, es ist jetzt diese Wolke, die zieht. Aber es ist gar nicht die Wolke, die zieht, sondern es kann sein, dass es in dem Fall einfach nur diese Addition von diesen zwei zusätzlichen Faktoren, mehr Feuchtigkeit und mehr Volumen ist, die dann meine Thermik mit einem Mal stärker steigen lässt. Und so kann man sich ganz viele verschiedene Mischformen davon noch vorstellen, was alles im Gelände passieren kann, was dann dazu führt, dass meine Thermik mal stärker, mal schwächer ist und sonst was und an jedem Tag irgendwie ein bisschen anders funktioniert, weil ich an jedem Tag die Verteilung von
wo sind Wolken, wo habe ich welche Feuchtigkeit, in welcher Höhe, was macht der Wind in welcher Höhe und sowas, ist immer anders. Und das macht es ja so spannend bei uns mit der Fliegerei. Und das finde ich auch an der Meteorologie so spannend, weil das im Grunde der Faktor ist der Fliegerei, der sich am stärksten immer verändert und mit dem man immer wieder neu gucken muss. Und damit bin ich in der Kurzfassung der modernen Thermiktheorie jetzt mal am... eine Sache habe ich noch. Entschuldigung, ich war fast am Ende. Eine Sache noch, das hat jetzt nichts direkt mit moderner Thermiktheorie, also nichts mit Einfluss von Feuchtigkeit und sowas zu tun, sondern was man auch noch wissen sollte, wenn man Thermik im Gebirge vor allem einschätzt, ist, dass Thermik, je größer der Luftdruck ist, desto schwieriger hat es, Luft sich vom Boden zu lösen. Da ist einfach, als würde da oben immer einer mit ordentlich Gewicht gegendrücken. Wenn stärker gegengedrückt wird und Luft sich schlecht ablösen kann, die ist ja ein bisschen zäh und klebt am Boden dran, wenn die dann länger am Boden liegt, wird die im Grunde stärker überhitzt, weil sie länger im Kontakt mit dem Boden ist als Heizfläche. Und wenn sie stärker überhitzt, werden klassischerweise eher mehr kleine, heftig aufsteigende Blasen sich ablösen. Deswegen habe ich an Hochdrucktagen sehr häufig Probleme, große, schön durchsteigende Blasen zu finden und habe häufig sehr harte, sehr kleine, vorschießende Blasen, die einfach am Gelände sich hart ablösen. Das ist einfach dieser große Temperaturvorsprung, der da entsprechend da ist. Gleichzeitig führt das auch dazu, dass diese kleinen Blasen, weil sie eben so ein kleines Volumen haben, sich häufig sehr schnell verlieren. Sie werden weggefressen. Und dass ich dann merke, boah, das ist so ein Tag, das bollert von unten raus, aber nach 200-300 Metern, es geht einfach nicht mehr höher. Und wir sagen dann immer, ja, es ist so stabil und sonst was, das hat jetzt was mit der Temperaturschichtung zu tun. Das muss aber gar nicht so viel mit der Temperaturschichtung nur zu tun haben, sondern es ist ganz häufig so, dass einfach diese Blasen, die sich am Anfang lösen, zu klein sind, um wirklich durchziehen zu können. Und erst im Tagesverlauf, wenn sich das noch weiter aufgeheizt hat und wenn auch die großen Waldflächen, die mehr Feuchtigkeit liefern und die dann irgendwann sagen, so jetzt lasse ich mal ein bisschen mehr und lassen wirklich eine große Blase mal los, dass ich dann plötzlich Bereiche bekomme, wo ich sage, am Nachmittag, irgendwann hat der Thermikmotor so gezündet, irgendwann ging es richtig durch und hoch und dann bin ich auch wirklich nochmal bis auf, manchmal sind das so auch sehr trockene Tage, wo dann die Thermik oben raus sehr stark und sehr weit hoch noch durchzieht, wo man dann wirklich tolle Thermikflüge noch hat. Gegenteil, wenn ich sehr niedrigen Luftdruck habe, dann habe ich wenig Gegendruck auf meine Thermikblasen. Die werden dann sich sehr früh eher ablösen und haben dann auch ein ständiges Nachblubbern. Und weil die ständig nachblubbern, habe ich an solchen Tagen auch viel eher, dass ich diese Blasen gegeneinander schnell einholen können teilweise und dann wirklich wie so ein Schlauch bilden. Und dann sind das die Tage, wo ich sage, ja, heute steigt es eigentlich sehr konstant. Das ist sehr, sehr angenehm zu fliegen und so. Wenn man jetzt auch noch im Gebirge fliegt, geht es ja auch noch, je tiefer ich im Gebirge bin, desto höher ist der Luftdruck, weil einfach der Luftdruck mit der Höhe natürlich abnimmt. Und deswegen ist es interessanter, auch an solchen besonders Hochdrucktagen, wenn es so stabil ist, umso höher das Gelände zu wählen, von dem man aus starten will, weil man einfach viel bessere Chance hat, da eine Thermik zu erwischen, die von sich aus schon so viel Volumen hat und sonst was, dass es nach oben rauszieht. Und wenn man an Hochdrucktagen sagt, ich gehe an das niedrige Gelände, weil ich bin zu faul, jetzt noch 300 Meter aufzusteigen oder sonst was, tut man sich häufig keinen Gefallen, weil man unten richtig zu kämpfen hat und noch ekelhafte Thermik unten rum hat, weil das einfach nur so Bollerthermik ist, die aber gar nicht richtig durchzieht nach oben raus. Und wenn ich mir jetzt einfach zutrauen würde, ich steige nochmal diese 300 Meter höher und gehe dann da oben raus, dann habe ich vielleicht wirklich Chance, da entsprechend aufzusteigen. Dann habe ich auch oben raus meistens noch die deutlich trockeneren Luftmassen an solchen Hochdrucktagen liegen und dann wird meine Thermik, die ein bisschen Feuchtigkeit nur mitnimmt, wird oben raus eigentlich super gut steigen können. Letzte Sache noch, wo ich auch noch was zu erzählen kann, ist Konvergenz. Nur um so einen Gedanken noch bei euch anzuregen, klassischerweise Konvergenz sagt man ja, okay, das sind zwei zusammenfließende Luftmassen, beispielsweise von zwei Tälern, die da entsprechend kommen. Und die treffen dann zusammen und dann haben die ja keine andere Chance, als nach oben wegzusteigen. Und dann stellen wir uns immer vor, ja, es gibt ja Tage, da reicht eine Konvergenz hoch und es gibt Tage, da reicht eine Konvergenz nicht so hoch. Und man fragt sich dann, warum? Und klassischerweise versuchen wir das von dem, wie wir es erzählt kriegen, immer zu erklären, ja, heute sind die Talwinde viel stärker und deswegen, weil sie stärker sind, drücken sie einfach viel, viel weiter nach oben. Das ist aber
nicht unbedingt der Fall. Natürlich, je stärker der Talwind ist, desto stärker an dieser Konvergenz werden entsprechend Luftmassen nach oben gedrückt. Aber die Luft hat ein Gewicht und die will nicht von sich aus nach oben. Sie wird nur dann weiter nach oben steigen, wenn sie ab einem bestimmten Punkt einfach sagt, ich bin jetzt noch leichter als die umliegenden Luftmassen. Sonst werde ich einfach nur hochgedruckt, aber ich verliere mit der Höhe auch an Temperatur und sonst was. Ich will gar nicht weiter hoch. Das heißt, im Grunde ist eine Konvergenz auch eine Möglichkeit, eine Ablöse von Luftmasse zu schaffen. Und diese Luftmasse, die dort ablöst, war einfach, weil sie nach oben hochgedrückt wird und sich vom Boden löst und damit in Luftbereiche kommt, wo jetzt, wenn ich jetzt meine Blase wieder da gucke, in diesem Fall blau gezeichnet, weil sie vielleicht gar keinen Temperaturvorsprung haben muss. Aber wenn diese Luftmassen, die unten zusammenfließen, Feuchtigkeit mitbringen und mehr Feuchtigkeit mitbringen, als in den etwas höheren Luftschichten entsprechend vorliegt, dann wird diese Feuchtigkeit obenrum sagen, oder nicht die Feuchtigkeit wird sagen, sondern meine Blase wird sagen, ich bin jetzt feuchter, ich bin deswegen leichter als die umgebende Luft, ich werde jetzt weiter aufsteigen. Und so kommt es halt, dass an solchen Tagen, wo ich oben auch wieder eher trockene Luftmassen habe, werden Konvergenzen viel besser funktionieren, als an Tagen, wo ich eher feuchte Luftmassen habe. Da habe ich zwar auch untenrum die Konvergenzen, die werden mir aber keine hochreichende Thermik oberhalb von dieser Konvergenz entsprechend liefern, sondern dafür brauche ich einfach obenrum noch diesen zusätzlichen Antrieb von der Feuchtigkeit. Und wenn ich viel Luftmasse habe, also viel Talwind, der unten zusammenfließt, bekomme ich an solchen Stellen natürlich auch was? Besonders viel Volumen geliefert. Da strömt ja ständig Luft nach. Und wenn ich da besonders viel Volumen geliefert bekomme, deswegen hat man häufig an Konvergenzen irgendwo riesige Bereiche, wo man sagt, oh, oben raus, das trägt ja super. Und da kann man wirklich Mondkreise manchmal über solchen Konvergenzbereichen fliegen und es trägt überall super, super, super. Das hat dann einfach damit zu tun, dass dieser Volumeneffekt an dieser Stelle noch dazukommt. Und damit bin ich jetzt doch mit meinem Vortrag am Ende und bin für alle Fragen und sowas offen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen eure Gedankenvorstellung von denen, wie man Thermiken sehen kann und wie man sich das im Gelände vorstellen kann und warum Thermik auch manchmal an Tagen, wo vielleicht gar keine Sonne da ist, aber vielleicht eine Temperaturschichtung oder eine Feuchtigkeitsschichtung der Luft so da ist, dass ich im Grunde nur ein bisschen Wind brauche, der mir untenrum feuchte Luftmassen an einen Hang ranschiebt. Die werden an einem Hang gehoben und dann sagt die Luftmasse, die gehoben ist, da sagt dann plötzlich, rechts neben mir ist aber viel trockenere Luftmasse. Ich habe jetzt einen Grund, weiter zu steigen. Dann kann ich auch an Tagen manchmal, wo ich 100% Wolkenbedeckung habe und sage, gar keine Thermik, könnte sich eigentlich bilden, bekomme ich plötzlich trotzdem super schöne thermische Effekte oben raus, weil dann einfach dieses Volumen und die Feuchtigkeit da entsprechend ins Spiel kommt. Jetzt würde ich mal sagen, die Fragen-Session ist offen. Wir können auch das Ding dann wieder ausschalten. Okay. Darf ich mich da gleich mal kurz einklinken, Julian? Ja, bitte, Stefan. Kann man dann im Prinzip, wie du das gerade angesprochen hast, mit dem Talwind und mit dieser Konvergenz quasi auch andersrum aufrollen, dass es eben auch an Tagen, wo eben so gut wie keine Thermik eigentlich entsteht. Das ist also die klassische Erklärung, dass irgendwo Thermik entsteht, dann steigt ja die Luftmasse auf und dann zieht es aus dem Alpenvorland die Luftmasse nach und so entsteht der Talwind. Man könnte das auch quasi auch umgekehrt sagen, ah, da ist feuchte Luft, es braucht jetzt gar nicht vielleicht nur so eine kleine Initialzündung, wo es ein bisschen eine höhere Temperatur entsteht, dadurch aber feuchte Luftmasse da ist und dadurch die Luft zum Aufsteigen bringt und somit eigentlich erst der Talwind entsteht. Also gar nicht durch die Thermik, sondern mehr durch den feuchten Vorsprung. Oder? Es ist immer eine Mischung von allem. Genau, ja. Ja, also ich habe das jetzt mal so auseinander dividiert. Man muss aber schon sagen, in der Praxis ist es immer alles miteinander vermischt. Mhm. Und natürlich könnte es Situationen geben, wo du sagst, da spielt der Thermikvorsprung oder Temperaturvorsprung so gut wie gar keine Rolle. Aber ich muss nur irgendetwas haben, was mir einmal den Schwung gibt, dass eine Luftmasse aus ihrem Umgebenden, wo die sagt, oh, wir sind alle gleich, also wir haben zum Beispiel die gleiche Feuchtigkeit, dass diese Luftmasse sagt, ich werde jetzt in einen Bereich geschoben, wo ich dann sage, jetzt ist es neben mir deutlich trockener, deswegen werde ich weiter aufsteigen. Das kann auch manchmal einfach sein, dass ich Luftmassenänderungen habe durch große Meteorgeschichten, die dort ablaufen, wo dann einfach Luftmassen mit einer anderen Qualität reingeschoben werden. Die müssen jetzt keine andere Temperatur haben, aber vielleicht eine größere Trockenheit.
Und allein durch diese größere Trockenheit werden dann plötzlich in manchen Bereichen Luftmassen dann sagen, ich fange jetzt an zu steigen. Und wir sehen das ja auch manchmal, das muss jetzt gar nicht am Boden sein, sondern wenn wir uns auch Wolken angucken. Es gibt ja auch diese sogenannten Alto-Cumulus-Wolken, die auch einfach konvektive Prozesse darstellen, die aber gar nicht vom Boden aus ausgelöst werden, sondern wo einfach in größerer Höhe Luftmassen plötzlich sagen, ich habe jetzt einen Grund, weiter aufzusteigen. Warum ist das? Weil da dann auch ich feuchtere Luftmassen habe, die irgendwie in Kontakt, Reibung oder sonst was mit trockeneren Luftmassen kommen und dann entsprechend sagen, ha, jetzt habe ich einen Grund, mit einem Mal weiter aufzusteigen. Und dann bilden sich entsprechend diese Cumuluswolken auch in der Höhe. Gleichzeitig haben die am Rand auch natürlich wieder diese Absinkbewegung. Mit dieser Absinkbewegung unterdrücken die rechts und links die entsprechende andere Aufstiegsbewegung oder Wolkenbildung. Dadurch bekomme ich dann halt so eine verteilte, ist keine eine Wolkenfläche, die sich bildet, sondern die einzelnen verteilten kleineren Wölkchen, die man dann da entsprechend sehen kann. Danke. Dann haben wir noch hier die Frage, warum braucht es dann nach einem Schauer immer etwas länger, bis es wieder raufgeht, also erst wenn es etwas abgetrocknet ist? Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist natürlich, alles was runterschauert, bekomme ich erstmal einen Boden, der feucht ist. Und der Boden, der feucht ist, der braucht einfach viel länger, um sich aufzuheizen. Und damit sich Luft vom Boden auslöst, brauche ich halt einfach einen Impuls, der die ein bisschen größere Höhe bringt. Und von unten heraus brauche ich im Grunde erstmal diesen thermischen Vorsprung. Oder ich bräuchte Wind, der einfach meine Luftmasse an einen Hang heranschiebt. Und das kann ja auch sein, manchmal, wenn du so nach Schauern guckst, wirst du sehen, dass wenn du noch einen Talwind hast, der an ist oder sowas, da kann noch alles voll bewölkt sein, also 100 oben drüber noch 100% Bewölkung sein, dann wirst du schon sehen, an den Flanken steigt schon Luft auf, weil dann teilweise kondensiert das schon wieder auf halber Hanghöhe oder sowas. Da hast du da natürlich aufsteigende Prozesse, die aber gar nicht so viel mit Thermik zu tun haben müssen, sondern da reicht ein bisschen Wind, der dann entsprechend die feuchteren Luftmassen von Bodennähe in etwas trockene, höhere Luftmassen heben und dann werden die wieder sagen, jetzt bin ich leichter, deswegen steige ich auch noch weiter auf. Häufig ist aber dieser Aufstieg, der da ist, oder das Luftvolumen, was da dann aufsteigt, ist gar nicht so stark, dass wir das thermisch entsprechend nutzen könnten. Das sind also sehr geringe Aufstiegsgeschwindigkeiten, manchmal nur 0,3, 0,4, 0,5 Meter pro Sekunde. Da haben wir, wenn wir da fliegen und an solche Wolken heran, dann haben wir natürlich ein verringertes Sinken, aber aufdrehen kann man da an der Stelle dann nicht. Dann ist da noch eine Frage zu Wolkenthermikfeuchte. Sollte man dabei auch die Wolkenhöhe betrachten? Je höher die Wolke ist, wird sie von umso höher die Luftmasse herunterwischen, die dann gegebenenfalls auch wieder deutlich trockener sein wird. Ist das relevant? Ja, das ist auf jeden Fall relevant. Gerade wenn man sehr schönes Hochdruckwetter hat, sind ja häufig die Wolken relativ flach. Aber manchmal kann es auch sein, dass wenn du nicht super Hochdruckwetter hast, sondern so ein bisschen Labilität schon, dass einzelne Wolken, die siehst du dann auch, die dann so einen richtigen, eine Säule nach oben rauswachsen. Und diese Wolken sind wirklich die gefährlichen Wolken, selbst wenn sie klein sind. Weil zum einen liefern sie von unten, kommt halt viel Feuchtigkeit raus, dass sie überhaupt so eine hohe Wolke bilden können, dass die Luft auch noch Lust hat, da oben weiter zu steigen. Und zum anderen wird diese Wolke halt an ihren Rändern umso mehr Luftmasse von oben halt auch runterwischen und eben auch aus den größeren Höhen. Und gerade an solchen Tagen ist es sehr häufig so, dass in der Höhe die Luftfeuchtigkeit noch mehr abnimmt und da richtig trockene Luftmassen herrschen. Und dann ist es halt entsprechend interessant, je höher eine Wolke ist, desto vorsichtiger sollte man auch deswegen sein, wirklich an die nahe heranzufliegen, weil die natürlich mehr Luftmasse von oben auch mit der entsprechenden Qualität nach unten mischt. Super schön. Da habe ich jetzt noch einen Kommentar, das würde ich gerne vorlesen, weil das spricht mir aus der Seele, und zwar von Falki. Super, noch nie hatte ich zuvor so komplexe Zusammenhängende, wie Thermik entsteht und sich verhält und was ihre Qualität ausmacht, so anschaulich erklärt bekommen. Fantastisch. Danke, Lucian. Das freut mich. Ja, bitte. Und mir geht's genauso. Also ich finde, das ist echt ein super toller Vortrag gewesen. Vielen Dank, so prägnant, so anschaulich, so vielseitig. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, Simon, Stefan, Ecki, wollt ihr noch was dazu sagen? Ja, unbedingt, unbedingt. Ich würde da ganz gern was dazu sagen, weil ich glaube, dass es ganz vielen so gegangen ist wie mir,
dass dann in meinem Kopf so Bilder kamen, Szenen kamen, sei es jetzt vom Aachensee, da konnte ich den Stefan gut spüren, mit diesem Talwindsystem abends, das manchmal so stark ist, manchmal so stark ist und eben von verschiedenen Faktoren abhängig ist, oder andere Gelände wie am Idrosee auch, dass es euch vielleicht auch so gegangen ist wie mir, dass ich dann in meinem Kopf diese Bilder habe, diese Szenen habe und dann aufgrund von dem, was du uns gezeigt hast, Lucian, und erklärt hast, so Erklärungsversuche, wo so der ein oder andere, aha, ja, dieser Effekt gekommen ist, so könnte es noch sein und so könnte es noch besser verstanden werden und letztendlich dann nachher auch in der Praxis umgesetzt werden, ja, für das eigentliche Fliegen. Also auch von mir herzlichen Dank, es war mega cool, danke. Sehr gerne. Ja, von mir auch noch. Also ich glaube, ich werde mir die Aufzeichnung auch noch ein, zwei Mal anschauen, dass ich dann auch meine ganzen Sachen von der Praxis dann auch wirklich jetzt mit deinen Sachen dann erklären kann. Also war echt super cool und vor allem die Zeit ist echt brutal verronnen. Ist echt schnell vergangen. Lucian, eine Frage hätte ich noch, weil ja doch das auch ein Unfallschwerpunkt wurde, und zwar die Dust Devils. Vielleicht kannst du da noch kurz knapp was dazu sagen, wann denn da die Gefahr am größten ist und warum. Vielleicht schaffst du es relativ kurz. Ich denke, es ist auch ein relativ großes Thema zwar, aber das wäre noch interessant, weil es gerade ja im Flachland immer präsenter wird, gefühlt zumindest jetzt hier auch bei uns in Deutschland. Ja, ich meine, diese Häufung der Dust Devils hatten wir einfach in den letzten 2 Jahren, gerade im Flachland. Das hängt einfach auch mit diesen besonderen meteorologischen Bedingungen zusammen, die wir in den letzten 2 Jahren hatten, dass wir so ungeheure Trockenheit hatten und damit der Boden sehr, sehr trocken war. Und zwar nicht nur in einzelnen Bereichen auf den Feldern, sondern auch die Wälder waren vollkommen durchgetrocknet, die oberen Bodenschichten. Und es sind ja auch wirklich viele Wälder mittlerweile kaputt gegangen, wo die auch sagen, wir müssen ganze Fichtenschonung abholzen und sonst was, weil die einfach nicht mehr, die sind so Flachwurzler, die kommen nicht mehr an Wasser dran, die sind abgestorben. Was passiert, wenn ich so trockenen Boden habe, dann, oder wenn ich feuchten Boden habe, dann ist halt jede Sonnenstrahl, der da drauf trifft, erwärmt natürlich den Boden, aber wenn ich in diesen Bodenporen keine Luft habe, sondern feuchte, also Wasser, dann wird ein Großteil dieser Wärme erstmal in das Wasser gelenkt. Wasser ist ein Wärmespeicher, während Luft kein Wärmespeicher ist. Luft ist ja eher so ein Isolator. Und dadurch erwärmt sich ein solcher Boden viel, viel langsamer, beziehungsweise wird gar nicht so richtig super heiß. Das ist wie im Sommer, wenn man über Sand läuft, wenn das trockener Sand ist, dann kannst du teilweise gar nicht drüber laufen, weil der 80 Grad hat. Wenn da ein bisschen Feuchte drauf ist, selbst wenn da die Sonne wieder drauf geschienen hat, ist es überhaupt kein Ding. Einfach, weil diese Feuchtigkeit nicht so schnell entsprechend aufgewärmt wird. Jetzt hatten wir im Sommer letztes Jahr und das Jahr davor eben diese ungeheure ungeheure Trockenheit, also diese sehr, sehr trockenen Böden. Und damit war die Thermik ungeheuer hart von dem, wie sie sich unten ablöst, weil einfach der Boden sich irre stark aufheizt und damit die Schichten, die da drüber sind, irre stark auch nachgeheizt werden. Und wenn das so stark nachgeheizt wird, dann, hatte ich ja vorhin gesagt, je schneller sich etwas aufheizt und je stärker sich etwas aufheizt, desto eher knallen auch kleine Blasen los und keine großen Luftvolumina. Und je kleiner eine Blase, die losknallt, desto kleinräumiger hat sie halt entsprechende umlaufende Effekte, die dazu führen, dass da die Luft dann natürlich diese Luftblase, die aufsteigt, untenrum ersetzen will. Und wenn jetzt Luftmassen, ich habe jetzt eine Blase, die aufsteigt und jetzt habe ich von allen Seiten, wird diese Luftmasse entsprechend ersetzt, dann treffen diese Luftmassen quasi in der Mitte unterhalb von dieser Blase zusammen. Und da brauche ich nur ein bisschen Impuls von der einen Seite stärker als von der anderen, dass diese Luftmassen unten damit in eine Kreisbewegung kommen. Und damit habe ich automatisch quasi so den möglichen Auslöser für einen Dust Devil. Oder zumindest für erstmal einen rotierenden Luftkörper. Und wenn jetzt diese Thermikblase, weil die so einen großen Thermikvorsprung hat, nach oben richtig wegsaust, aber sie ist auch noch, jetzt gerade mein Anrufbeantworter kurz angegangen, das ist gleich weg. Ich hoffe, jetzt spricht keiner da drauf, sonst hört er das auch noch. Nee, wunderbar. Also diese Thermikblase, die nach oben wegzieht, man kann sich das ja vorstellen, so Thermikblasen oder Luft, gibt es ja auch das Bild häufig, dreh quasi eine Fläche um, wo du Honig drauf gestrichen hast, und drehst du um und dann so tropft quasi die Thermik dort ab. Wenn man das sich jetzt andersrum vorstellt, dann zieht die Thermik einfach einen dünnen Schlauch hinter sich her. Und dieser dünne Schlauch, da, wenn ich jetzt Luftmassen unten habe, die kommen halt in diesen Schlauch rein,
drehen sich dann halt entsprechend durch den Impuls quasi von allen Seiten herankommen und werden dann auf ein sehr kleines Volumen oder sehr kleine Umkreisbewegung gezwungen. Und dadurch kann es dann halt sein, dass dann so viel Rotationsenergie durch dieses den Pirouetten-Effekt, den wir auch kennen einfach von den Eisläufern, wenn das dann immer kleiner wird, das Drehen, dass sich das dann so stark beschleunigt, dass sich halt entsprechend durch diese rausknallenden kleinen Blasen entsprechende kleine Dust Devils sich dann bilden können, können auch manchmal etwas größer sein. Und diese Dust Devils, wenn die sich einmal gebildet haben, können die selber im Grunde ihre Energie beibehalten, weil die immer so viel Luftmasse, die drumherum auch noch stark aufgeheizt wird, fließt immer da rein, wird in dieses kleine, enge Volumen gezwungen und dann kann sich so ein Dust Devil dann halt entsprechend minutenlang, teilweise Viertelstunde lang oder sowas dann auch entsprechend erhalten. Hängt immer davon ab, wie viel Luftmasse drumherum da ist, wie viel wird auch immer nachgeheizt, die dann quasi mein Dust Devil auch noch fördern kann. Was dann auch noch dazu kommt, das ist aber nur ein kleiner Effekt, ist an sehr trockenen Luft, also klassischerweise Dust Devils bilden sich an nur sehr, sehr trockenen Tagen. Und das hängt auch damit zusammen, dass, wie der Name schon sagt, Dust Devil, da wird auch typischerweise immer etwas Staub vom Boden her mit aufgewirbelt. Und dieser extrem trockene Staub, der kann sich, weil diese Staubteilchen da aneinander dran prallen und sowas, die können sich statisch aufladen. Und wenn die sich statisch aufladen, stoßen die sich gegenseitig dann auch letzten Endes ab, weil die alle dieselbe Ladung haben. Und dadurch verstärkt sich dieser Dust Devil dann noch einmal, weil einfach diese Staubteilchen dann dem Wind im Grunde noch mehr Schwung damit geben, dass sie sagen, ich schiebe immer den Vordermann vor mir einfach mit meiner statischen Ladung dann entsprechend weg und dann kann sich so etwas nochmal verstärken. Und diese Zunahme von den Dust Devils würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt grundsätzlich die große Gefahr immer da ist bei uns jetzt, sondern es ist vor allem die große Gefahr, wenn wir solche extremen Sommerlagen haben, wie jetzt in den vor allem 2018, aber als Nachwirkung auch noch 2019 gehabt haben. Und jetzt ist es ja teilweise auch schon wieder relativ trocken auch. Müssen wir mal gucken, was sich in diesem Sommer dann vielleicht auch noch ergibt. Kann natürlich auch sein, dass das entsprechend sich wieder entsprechend stark auftreten kann. Wenn es allerdings obenrum die oberen Bodenschichten relativ feucht sind an solchen Tagen, muss man nicht mit starken, also klassischerweise nicht mit starken Dust Devils eigentlich rechnen. Cool, vielen Dank nochmal für die Erklärung. Im Chat sind noch Fragen aufgekommen, Cordula? Ja, genau. Lucian, aber wenn du sagst, so jetzt reicht's, dann müssen wir aufhören, gell? Weil wir ja schon gut dabei sind. Vielleicht noch die Frage, gefühlt sind manche Thermiken links beziehungsweise rechts rum besser zu fliegen. Warum? Und rotiert die Thermikblase in sich auch? Es ist alles möglich. Und also Thermikblasen, ich habe ja gesagt, ich habe das gemalt, als wäre das so eine Blase, aber Thermik kann ja die unterschiedlichsten Formen annehmen. Man kann sich das, könnte das auch vorstellen, wie ein, gibt ja so Bilder aus dem Meer, wo Delfine im Kreis schwimmen und dann quasi so einen Luftblasenvorhang entsprechend aufsteigen lassen, indem sie damit dann auch teilweise Fische fangen. Manchmal könnte auch eine Thermik wie aus lauter kleinen Luftblasen, die nebendran daherfliegen, einen größeren Bereich halt darstellen. Oder es kann eine große Luftmasse sein, die ganz homogen entsprechend aufsteigt. Also das gibt es alle möglichen Sachen. Gibt ja auch die Vorstellung, häufig so ein sogenannter Torus, das ist wie so ein Rauchkringel, der dann aber nicht nach vorne, wenn man ihn aushaucht, sondern wenn die Erde nach oben aushauchen würde, dann wird sie einen entsprechenden Rauchkringel dann hoffen. So können Thermiken auch aussehen, dass du also einen Kringel hast, der in sich selber eine Rotation wieder hat und der als Kringel entsprechend mit einer bestimmten Geschwindigkeit steigt, aber dort, wo die Rotationsbewegungen in der Mitte zusammenkommen, habe ich halt Bereiche, wo es besonders gut steigt und sowas. Also das ist immer schwer zu sagen. Grundsätzlich ist es aber so wie dieser Dust Devil, wo ich gesagt habe, der kann im Kleinen eine solche Rotationsbewegung halt haben, kann ich auch, wenn ich eine größere Blase habe, die ablöst, wenn unten die Luft entsprechend nachfließt, kann es dann sein, dass diese nachfließende Luft auch in eine Rotationsbewegung kommt. Und so kann es teilweise auch sein, dass je nachdem, wo ich in eine Blase einsteige, wenn die sich jetzt gerade neu ausgelöst hat, wenn ich oben auf eine Blase sitze, dass die selber gar keine Rotationsbewegung hat. Aber 100 Meter drunter, wenn einer da steigt, der kann eine solche Rotationsbewegung vielleicht spüren.
Und dann kann es auch manchmal sein, dass es sinnvoll sein kann, gegen die in der Thermik herrschende Rotationsbewegung zu fliegen. Warum? Deswegen, weil je mehr ich gegen den Wind dann fliege, desto enger kann ich im Grunde kreisen. Weil ich einfach mit dem Gegenwind nicht eine solche starke Schräglage aufnehmen muss, um langsamer zu fliegen, also langsamer gegen diesen Wind zu fliegen. Damit kann ich engere Kreise, wenn ich das auf den Boden projiziere, engere Kreise fliegen und kann damit halt vielleicht besser in einem engen, besseren Steigkern bleiben. Und dann kann es interessant sein. Wenn die Thermik stark ist, ist es eigentlich meistens shit egal. Wenn die Thermik sehr schwach ist, dann kann es schon manchmal interessant sein, dass man in die eine Richtung in einer Thermik vielleicht aufdrehen kann, weil man sie enger auskreisen kann und deswegen vielleicht diesen einen Kern, der mir etwas mehr Aufstieg liefert, als mein Eigensinken des Gerätes entsprechend ist, da werde ich dann schon noch hochkommen. Während wenn ich in die andere Richtung kreise, dieselbe Thermik, werde ich vielleicht meinen Thermikkreis einen Radius haben, der vielleicht 10 Meter mehr hat. Und diese 10 Meter mehr kann es schon sein, dass ich dann nur noch im Nullschieber kreise und eben entsprechend nicht hochkomme. Und manchmal kann es sinnvoll sein, wenn ich weiß, das ist jetzt nicht eine Blase, die jetzt mal eben weg ist. Ich muss mich auf jeden Fall an der festhalten, sondern ich weiß, dass ich hänge an einem Berg quasi an einer Stelle fest und kreise da die ganze Zeit rum und versuche hochzukommen und merke, da kommt aber immer wieder was nach, dass man ruhig mal probiert, wenn jetzt nicht ganz viele andere da auch noch kreisen, dass man da sagt, ich ändere jetzt mal die Drehrichtung und guck mal, ob es in die andere Richtung vielleicht besser geht. Und manchmal merkt man dann auch sofort, wow, ja, es ist nur ein bisschen kleineres, engeres Kreisen, was man dann hat, aber mit einmal, wo man vorher den Nullschieber hatte, kommt man plötzlich mit 0,2 Meter steigen langsam hoch und je höher man kommt, wie gesagt, Thermiken dehnen sich nach oben hinaus, habe ich den größeren Volumeneffekt, irgendwann kann ich meine Kreise vielleicht auch wieder größer machen. Vielleicht habe ich auch obenrum trockenere Luftmassen, dann wird meine Thermik noch besser steigen. Und so kann der eine manchmal an diesen Stellen nach oben raus noch raussteigen und wird dann entsprechend weiterfliegen können. Und der andere hängt auf Nullschiebermäßig auf der Höhe fest oder sinkt langsam nach unten raus. Und manchmal kann es wirklich sein, dass das wirklich nur, und nicht nur, aber dass die Drehrichtung an der Stelle ein bisschen helfen kann. Aber ganz viel in Meteorologie, das ist jetzt eine schöne Theorie. Man muss es in der Praxis immer ausprobieren und was manchmal an einem Tag funktioniert, wird an dem anderen Tag nicht funktionieren. Aber das ist das Schöne, wir können eigentlich ständig nur immer weiter dazulernen und immer nur wieder weiter probieren. Und das ist das, was ich immer so spannend finde an der Fliegerei. Man muss hier nicht immer 300 Kilometer fliegen oder sonst was, sondern manchmal, wenn man an einem Ort ist und sagt, ich nehme mir jetzt wirklich mal Sachen vor, ich probiere Dinge aus. Und das als Gedanke, so in einen Flug reinzugehen. Vielleicht auch gerade jetzt, wenn jetzt die Gelände wieder geöffnet werden und man sagt, vielleicht sollte ich noch gar keine großen Strecken fliegen, weil wer weiß, ob ich wieder zurückkomme, weil von der nächsten, ich sollte gar nicht über Grenzen fliegen oder ob die Bahn überhaupt fährt oder was auch immer da dran zusammenhängen kann. Wenn man jetzt erstmal auch sagt, ich werde viel mehr lokal vielleicht erstmal fliegen, dass man sich da so sagt, ich probiere einfach mal Dinge lokal bei mir aus. Und diesen Bart, den ich sonst immer rechts rumdrehe, auch wenn das meine Lieblingsding ist, ich probiere einfach mal den links rumzudrehen, mal sehen, ob ich damit besser zurechtkomme. Ja, das fand ich jetzt super schöne Worte für den Abschluss. Bitte entschuldigt diejenigen, wo wir auf die Fragen jetzt nicht mehr eingehen können. Jetzt würde ich gerne nochmal an Ecki fragen. Du möchtest bestimmt auch nochmal was sagen, Ecki. Hallo Ecki, du bist noch stumm. Entschuldigung. Jetzt. Ja, mir geht das jetzt auch so, wie ich beobachte den Chat auch. Jetzt kommt noch das eine zum anderen. Ja, jetzt hat man schon mal jemanden so da, wie den Lucian, und jetzt kommt noch das eine zum anderen. Und bei mir kommen auch noch Fragen hoch. Aber ich tue es jetzt einfach mal für mich noch. Ich fand es mega, mega spannend. Ja, ich fand es wirklich richtig super. Und diese, was mir so entgegenkommt, dein Tipp noch zum Schluss, Lucian, einfach mal daheim bleiben und ein bisschen rumprobieren, nach rechts rumprobieren, links rumprobieren. Und aufgrund von der Praxis, die dann entsteht, wieder das Wissen herholen und die Verbindung herstellen. Und da lernen wir einfach dann dazu. Das war mega schön. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Für alle, die jetzt noch fragen, aber ich mache mal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Ich biete ja auch solche Meteoseminare für Vereine und sowas an, teilweise, wo ich dann eben nicht nur eine Stunde erzähle, sondern auch ganze Workshops für einen Tag mache, wo ich dann 5 Stunden mit Pause und sonst was noch andere Dinge dann auch noch machen, wo noch natürlich noch viel mehr Fragen angesprochen werden können. Also wenn ihr da Bedarf seht bei eurem Verein oder sonst was, ihr könnt mich gerne ansprechen. Ansonsten auch
auf meinem Blog Lugleitz, da gibt es auch die Rubrik Meteo, da sind sehr viele Themen, habe ich da auch schon immer mal wieder in verschiedensten Weisen Poster erwähnt. Wenn ihr auch auf dem Blog guckt, da gibt es eine Seite, die heißt Best Of. Und wenn man da drunter guckt, gibt es einen Unterpunkt, der heißt Meteorologie. Da ist eine ganze Menge von Texten von mir zusammengefasst, wo eigentlich so viele Erklärstücke dazu da sind. Wenn ihr da guckt, werdet ihr sicherlich auch noch eine ganze Menge finden, wo ihr vielleicht auch noch ein paar Aha-Effekte manchmal habt. Manchmal vielleicht auch nicht. Oder wo man sagt, ah gut, ist nochmal nachgelesen zu haben. Jetzt weiß ich nochmal, worum es ging. Oh, prima. Da habe ich jetzt schon gleich eine Idee. Da werde ich dich dann gleich anschreiben, ob du mal zu uns kommst. Das können wir noch bilateral klären. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Lucian. Das war echt mega spannend. So klasse, so vielseitig. Auch so diese Worte, wo du vorhin gesagt hast, ja, einfach mal ausprobieren, einfach mal die andere Richtung auch ausprobieren und selber da wahrnehmen, was es für Möglichkeiten gibt und das wieder mit dem eigenen Wissen so updaten, das finde ich immer total schön. Danke. Ja, sehr gerne und danke für die Einladung. Und ja, damit sind wir jetzt heute mit dem heutigen Sonntagvormittag fertig. Wir machen dann am Mittwochabend wieder weiter mit Strömungsabriss, Fluch und Segen und wünschen euch allen noch einen ganz, ganz schönen Sonntag. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne nochmal euer Video anmachen und uns winken und bis ganz bald. Vielen Dank.